Willkommen zu einer neuen Session von Rübycup. So, wir sollen zu unserer Partnerin vorbei gucken. Ach, guck an. Aber wahrscheinlich würde das jetzt eh nicht gehen. Okay, wir müssen mit der Schwester dort sprechen, aber vor... Nichts im Automaten, alles, alle. 85 Cent. Ah, wie unangenehm. Da liegt einer mitten im Haupteingang, ey. Also unangenehm für ihn. Hier auch einer. Herrlich. Okay, die Sicherheit. Keine Ahnung, wer da spricht. My wife, she was with me when they started shooting. I'm sorry. Oh no. No. Der hat Ähnlichkeit mit dem Typen vom Revier, der uns nicht mag. Wäre lustig jetzt gewesen, wenn das der Hausmeister, ah ne, ist ein Sanitäter, ne? Von Scrubs gewesen wäre. Do you lose sleep thinking about those crippling hospital fees? Are you worried that you can't pay for that heart transplant that you desperately need? Don't worry, there's always money to be found in you. Red marked, organ selling made easy. Come for a checkup today and leave with a personalized quote. I didn't know I was worth so much. Thank you, Red Marked. Red Marked, let's find the treasure in you. Das ist richtig böse, ey. Wo ist denn... Ach, da steht der. Okay. Hallo. Nun gut. I am looking for a female officer who arrived yesterday with a gunshot wound. You need to be a little more specific, honey. Her name is Lewis. She is in a coma. Ah, second floor. Take the elevator. Wahrscheinlich müssen wir den auch nehmen, ne? Wir kommen nicht durch eine andere Tür. War die eben auch schon auf? Mach deinen Job, guck auf die Monitore, Mensch. Nun gut. Hallo, jetzt. Oh, ein OCP-Fahrstuhl. That's the VIP section of the hospital. But there's so much room in there, and we're all cramped up in this little space. Sir, please calm down. Ich hab das dumpfe Gefühl, hier wird auch noch eine Ballerei stattfinden. Du schon wieder. Stalkt mich.
Geheimer Bewunderer. Kitty, du hast nicht geantwortet und ich wollte dir unbedingt sagen, dass der Polizist wieder da war. Er hat Pralinen für sie hinterlassen und mich gebeten, niemandem zu sagen, dass sie von ihm sind. Das ist so süß. Ich bin gespannt, ob seine knuffigen Annäherungsversuche erwidert werden. Sollte die arme Polizistin aus ihrem Koma erwachen. Der Kerl scheint nett zu sein, abgesehen von dem schrecklichen Haarschnitt. Ist die Frage, war es wirklich ein Polizist? So, wir haben wieder ein Level Up. Autoregenerierung, das klingt auch eigentlich ganz nice. Der Nachladeschlag ist auch cool. Und das eigentlich auch. Mit der großen Schadensverringerung. Man muss mal überlegen, die sind im Prinzip alle hier, auch auf dem Flur, ne? Hey, Murphy. She's right in here. Another visitor? She's in a stable condition. You know, some think that people in her state can hear what's happening around them even if they don't respond. Why don't you try talking to her? Now, I'll leave you two alone. Sehr freundlich. Also richtig lecker sieht das hier aber auch nicht aus. Allow me to update you on our case. I know you would hate to be behind on the investigation. I found Officer Briggs. He is dead. Wendell Antonowski has the street vultures collecting bodies. His intent is not clear. I opened your present. It helped. Thank you. I could really use your advice, Lewis. Wacht sie auf, bitte, bitte. Was? But there's no more room in the morgue. Didn't you hear someone stole a bunch of bodies over the weekend? A corpse thief? What is this world coming to? Lewis, you always find a way to help. Mhm. I'll keep her safe. Don't you worry about her. Du sitzt nur rum. Wenn da jetzt einer ankäme mit einer Waffe, plötzlich, der hätte doch keine Chance. Ah, guck mal,
Können wir jetzt... Ha, verflucht. Bevor ich jetzt durchgehe, ich habe manchmal das Gefühl, ich könnte was verpassen, weil sich vielleicht irgendeine Kleinigkeit noch ändert, aber sieht nicht so aus. What's your blood pressure? I've got 40 palp. Course VFib. Okay, we gotta shock him. Let's get the ambu bag. Stand clear. Shock him. Clear. All right, no pulse. Let's go intracardiac epinephrine. Okay, everybody, clear. Stand clear. All right, I think that's all we can do. Let's call it. What's the time? 6:15. Ich glaube, das war gerade unser Tod, oder? Irgendwie so eine kleine Grafikbugs irgendwie, ne? Wenn man sich zu schnell dreht. Okay, jetzt scheint es nicht mehr da zu sein. Wozu brauchen Sie Hirne? Gehirn! Alle Personen, deren Leichname entwendet wurden, waren vor ihrem Tod gesund und körperlich fit. Offenbar braucht jemand auf dem Schwarzmarkt Gehirne, aber für welchen Zweck? Wie kommt man denn jetzt von dem einen Punkt, dass sie gesund und körperlich fit waren, auf Gehirne? Warum denn unbedingt Gehirne? Für Gehirntransplantation? Niemand hat eine erfolgreiche Gehirntransplantation durchgeführt seit Robocop. Ich finde es schön, dass solche Berichte Erfahrungspunkte bringen. Da eben war es schon wieder. I'm guessing you're here about the missing bodies. No one from the police has come to talk to us yet. I suppose you are preoccupied with the living rather than the dead. Tell me about the case. Usually we're pretty packed. There are even some bodies that have been here since Christmas. But a couple of nights ago, someone broke into the hospital and stole 30 of them. It's been a blessing in disguise, really. We've got so many unclaimed bodies that I feel like I'm starting to form relationships with them. Is there any link between the bodies? Actually, there is. Our thieves were very picky. All of the corpses had their brains intact. They didn't take a single corpse that had documented brain trauma. I've got to say, they were very thorough. Anything else? That's it for me, but talk to the security guard in the lobby. He should know more. Now that I'm looking at you, didn't I work on you? I recognize that jawline. Der Wachmann, der nie auf seine Monitore guckt. Der wird uns jetzt helfen. Warum liegen denn die Leichen hier oben so lange rum? Und wie kann man denn 30 auf einmal klauen? Ach, plötzlich ist die Tür offen. Ist ja auch richtig gut, dass man zum Wachmann easy peasy rinkommt. Finally, I've been calling you guys for the past 2 days. Das ist doch der Typ, oder? Die Frage ist, ist das eine Aufzeichnung oder sollen das Live-Bilder, obwohl Live-Bilder macht keinen Sinn. What do you know about the disappearance at the morgue?
Sure, sure, I know I'm just a security guard, but I know how you operate. I've seen the shows, so let me break it down for you the way you'd understand. I estimate the incident occurred at around 300 hours. Multiple perps entered the GMH from the east and then proceeded to the BLE. Then most likely used the EFS to get down to the MORGUE. What can you tell me about the perps? We caught their leader. You caught him? Where is he? Oh, I mean on camera. There it is. Caucasian male, late 40s, dapper dresser, if I can say so myself. That was very helpful. Thank you for your cooperation. No problem. 100 Pro. I don't have a badge or a service weapon or a cruiser and partner or even a bulletproof vest. That doesn't mean that I can't be of help to the police. Wozu hat dann den Knarrenhalfter? Krankenhaus verlassen. Das war ja wirklich nur ein kleiner Besuch hier. Okay, ich gucke mich nochmal um. Ich will nichts verpassen. Hey, na? Warte, 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 was? Nee. Na gut. Möchtest du das Gebiet verlassen? Ja. Oh, geht wirklich wieder zum Polizeirevier. Good to see you in one piece, Robo. Mr. Becker wasn't happy when he heard about your little trip to Highland Park. But between you and me, what you did was quite impressive. Maybe it wasn't an authorized mission, but it can still give us an idea of how your systems are holding up. So, let's see how you did. Komm schon, gute Note bitte. So. Geiselrettung versaut. Leider, leider. Das wären wahrscheinlich auch nochmal 250 Erfahrungspunkte gewesen. Berauschte Geisel gerettet. Ich werde also zweimal dafür bestraft? Willst du mich verarschen? Ich frage mich aber auch bei den Beweisstücken von Straftaten. 500 Erfahrungspunkte. Bringt da zum Beispiel jedes Beweisstück 10 Erfahrungspunkte oder sowas? Wie kommt man jetzt auf 500? Das wäre halt mal gut zu wissen. Hat man alle gefunden oder nicht? Oder gibt es sowieso nur 500 ab, ich sag mal, 20 Beweisstücken und alles, was man da mehr findet, interessiert eh nicht? Naja. So, wir haben alle OCP-Truhen gefunden und Briggs Streifenwagen untersucht. Yes! 3 Punkte, nice! Thank you for your cooperation. What's all the commotion? Oh, wir kriegen eine neue Platine, nice! Aber erstmal wieder Punkte verteilen und dann, wir haben genau 3, das ist sehr schön. Zack! Zack. Cool. Oh, das ist ein Schriftstück. Fax von Baby Maid. Sehr geehrter Mr. Becker, wir waren geschmeichelt, als wir hörten, dass Robocops Hauptnahrungsquelle unsere köstliche Babynahrung ist. Was? Deshalb möchten wir Ihnen die Gelegenheit zur Zusammenarbeit bieten. Wir würden Robocop gerne zum Gesicht von Baby Maid machen. Wer würde sich nicht wünschen, dass sein Kind zu einem echten Superhelden heranwächst? Im Gegenzug bieten wir eine kostenlose Lieferung von Baby Maid an. Eine Lieferung! Bitte kontaktieren Sie uns, Veronica Guerra, Baby Maid Vertrieb und Marketing. Okay, wir haben eine weitere Platine. Oh, oh, oh. Wahrscheinlich von dem Defekten, wa? Den wir zusammengeballert haben, oder was? Nun gut.
Dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal wieder ein Päuschen Spitze. Bedanke mich. Bis denne.